Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt und zwar Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm Kampagne auf Brutal. Wir haben schon die Wings of Liberty Kampagne abgeschlossen, wie wir hier lesen können. Falls ihr das nicht gesehen habt, das ist natürlich der erste Teil dieser dreiteiligen Kampagne. Deshalb macht es schon Sinn, das vorher zu sehen. Hier unten links könnt ihr auf die Playlist zu meinen Let's Plays dahin klicken. Da könnt ihr dann nochmal die ganze Wings of Liberty Kampagne nachschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Alternativ kann ich euch empfehlen, hier rechts zu klicken. Dort gibt es eine Kurzzusammenfassung, die ich erstellt habe von Wings of Liberty. Falls ihr nochmal ein bisschen auffrischen wollt, was denn da so los war. Ansonsten wird jetzt hier nochmal schnell den Text vorlesen. Und zwar haben wir in der Wings of Liberty Kampagne Folgendes erreicht. Die Zerg-Invasion ist beendet und die Königin der Klingen hat ihre frühe menschlichere Form als Sarah Kerrigan wieder angenommen. Aber der Sieg hat einen hohen Preis. Tychnus Findlay ist tot und Arcturus Mengs sitzt nach wie vor sicher auf seinem Thron. Und jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Verfolgen Sie Kerrigans Geschichte und das Schicksal der Zerg weiter in der Heart of the Swarm Kampagne, dem nächsten Kapitel der StarCraft 2 Trilogie. Ich habe da jetzt extra noch nicht drauf geklickt, weil ich habe natürlich schon mal Heart of the Swarm selber abgeschlossen. Das heißt, da steht jetzt auch das Ende. Deshalb kann ich euch nur raten, schaut jetzt hier nicht genau hin. Ich versuche das möglichst schnell zu überspringen. Wir gehen auf Heart of the Swarm, neue Kampagne, wählen Brutal aus. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ja, und dann sehen wir hier jetzt noch einmal eine kleine Übersicht über die aktuelle Situation. Nach dem Verschwinden der Königin der Klingen ist der Zerg-Schwarm zerschlagen. Jim Rayners Rebellen haben Sarah Kerrigan von Char geschmuggelt und dem Planeten General Warfield und der Liga überlassen. Das mächtige Zell-Nager-Artefakt ist verschwunden.
In einer versteckten Basis des Protektorats von Umoja haben Rayner und Prinz Valerian damit begonnen, Tests an Kerrigan durchzuführen, um sicherzustellen, dass ihre Rückkehr zur Menschlichkeit vollständig ist. Aber ihnen läuft die Zeit davon. Im gesamten Sektor jagen die Streitkräfte von Imperator Mengsk unerbittlich nach dem meistgehassten Feind der Liga. Sarah Kerrigan. Öffne die Tür, Junge. Valerians Befehle, Sir. Keiner Besuch. Öffne die Tür. Guten Morgen, Commander. Junior. Achtung! Der nächste Test beginnt in 2 Minuten. Nutz diesen Test. Es ist euer letzter. Jetzt lasst uns allein. Nun gut. Wir verschwinden heute von hier, Liebling. Gut. Dann schnappen wir uns Mengsk. Vergiss Mengsk. Vergiss das alles. Es geht um dich und mich. Solange Mengsk lebt, gibt es kein Du und Ich. Ich habe für dich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ich lasse nicht zu, dass deine Rache das alles wieder kaputt macht. Leite Testphase 2 ein. Ich habe dich nie aufgegeben, Sarah. Gib du uns auch nicht auf! Testphase 2 beginnt. Was erhoffst du dir von diesen Tests, Valerian? Ich hab dir doch gesagt, ich erinnere mich an nichts, als ich die Königin der Klingen war. Wir müssen herausfinden, wie viel von dem Zerg-Mutagen noch in ihnen steckt. Ich weiß ihre Hilfsbereitschaft zu schätzen, Kerrigan. Steckt ihr hilfsbereite Leute immer in Verwahrungszellen? Sobald wir wissen, dass keine Gefahr besteht, werde ich Ihre Tür höchstpersönlich aufschließen. Versuchen Sie jetzt, sich zu konzentrieren. Können Sie es spüren? Eine Drohne. Ihr wollt wirklich, dass ich die Kontrolle über einen Zerg übernehme? Wisst ihr, was dann passieren kann? Alle Versuchsobjekte befinden sich in einer abgesicherten Umgebung. Ja, und damit sind wir endlich mal wieder hier selber Gut. in der Möglichkeit, was zu tun. Zum nächsten Schritt. Schauen Sie, ob Sie der Drohne befehlen können, zu einer Brutstätte zu mutieren. Das kann ich natürlich. Ich mache das jetzt extra mal hier per Klicks, damit wir es auch schön sehen können. Eine Brutstätte ist die zentrale Struktur einer Zerg-Basis. Sie erzeugt Kriecher, damit andere Strukturen gebaut werden können. Die Brutstätte produziert außerdem Larven, die sie zu Drohnen oder anderen Einheiten der Zerg morphen können. Wenn sie Larven einsetzen, wird die Brutstätte mit der Zeit neue erschaffen. Ja, ihr merkt schon, diese erste Mission ist natürlich okay, ein wenig Kerrigan. Das Tutorial hier. Ich lasse noch ein paar Drohnen in die Testkammer.
Versuchen Sie, mit ihnen Mineralien abzubauen. Sehr schön, ja. Könnte man natürlich hier toll Mineralien stacken und alles Mögliche. Wir sind natürlich hier jetzt im Tutorial. Wir können in dieser Kampagne die Zerg spielen. In der letzten Kampagne haben wir natürlich die Terraner gespielt. Wir können jetzt noch gar nichts Neues bauen, weil wir Supply-Blocks sind. Können Sie noch mehr Drohnen morphen? Dazu brauche ich erst einen Overlord. Um noch etwas zu morphen. Dann tun Sie es. Ein Overlord ist vertretbar. Zack. Da hat er gebaut. Sehen wir jetzt hier wieder 6 von 2. Ah, jetzt wird das sogar vorgehoben. Wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zusammen mit dem aktuellen Verbrauch angezeigt. Wenn Sie nicht über genügend Versorgung verfügen, können Sie keine neuen Einheiten morphen. Sehr schön. Jetzt könnten wir Einheiten morphen. Ich warte aber mal eben gerade auf die 300. Jetzt haben wir das Ziel abgeschlossen. Exzellent! Ich hätte vorgehabt, hier aufzuhören. Doch führen wir das Ganze noch ein wenig weiter. Versuchen Sie, eine Drohne zu einem Brutschleimpool zu morphen. Ja, sofort. Erstmal brauche ich nochmal einen Overlord. Nicht genügend Mineralien. Klicken Sie mit der linken Maustaste. Ja, ich weiß, wie das geht. Wir brauchen erst 200 Mineralien. Ich habe ein paar zu viele Drohnen gebaut. Wir müssen eben warten, bis wir 200 Mineralien haben, denn so viel kostet natürlich ein Pool. Ja. Da seht ihr das Brutschleimpool 200. Nicht genügend Mineralien. Und jetzt können wir es dann auch machen. Mit dem Brutschleimpool kann die Brutstätte Larven in Zerglinge verwandeln. Brauchen noch mal ein paar mehr Drohnen. Du weißt, dass das Böse enden wird, oder? Wir haben eine kontrollierte Versuchsumgebung. Da steht da, Valerian Manx. Der Brutschleimpool ist fertig. Du solltest runter in die Testkammer kommen und ihn dir ansehen. Von hier oben sehe ich gut genug, danke. Ich denke, das ist dann genug für heute, Kerrigan. Ich bin beeindruckt. Wenn du davon schon beeindruckt bist, dann warte nur, bis du das hier siehst. Ich werde ein paar Zerglinge erschaffen. Ja, jetzt kommt hier die Rebellion. Kerrigan, was machen Testsubjekts. Eure kontrollierte Subjekt, Versuchsumgebung natürlich. Auf die Probe stellen. Ich will gleich noch einen Overlord bauen, denn wir sind hier schon wieder supply-blocked. Nicht genügend Mineralien. Sehr schön. Ach, das gibt es natürlich hier noch nicht, F2. Ist aber auch gut, das sollte ich mir gar nicht erst angewöhnen. Halt! Ich habe Sie nicht darum gebeten, Zerglinge zu erschaffen. Eine bemerkenswerte Eigenart der Zerg, Valerian. Sie tun nie das, was man erwartet. Brecht das Experiment ab! Schickt Wächterroboter, um die Zellen zu säubern. Verriegelt die untere Ebene und fahrt den Eliminator hoch. Nichts darf entkommen. Wenn ich deinen schönen Eliminator zerstöre, lernst du vielleicht, dass du die Zerg nicht kontrollieren kannst. Das klingt doch mal nach einer schönen Aufgabe. Weitere Overlords benötigt. Hab ich nie einen gebaut? Ja, kommt gleich. Die Wächterroboter vernichten die Zerglinge in ihren Zellen. Das kann ich ändern. So, machen wir das mal mit. Hier rein. Dann kümmern wir uns hier mal um die Wächterroboter. Zumal wir hier Verstärkung aus diesen Dingern bekommen. Ich spüre noch mehr eingesperrte Zerglinge. Valerian, das war sehr unvorsichtig. Vielleicht kann ich sie auch befreien. Wie geht's durch? Dann machen wir das mal direkt. Sicherheitslücke. Zerg freigesetzt. Evakuiert den Bereich. Holt sämtliches Personal da raus. Und ich baue immer schön fleißig weitere Zerglinge nach. Die ich natürlich eigentlich auch alle hier auf den Hotkey legen sollte. Am besten macht man das, indem man hier mit Shift und dann dem Hotkey die dazufügt. Mehr Zerglinge. Gut, ich kann sie gebrauchen. Den Overlord natürlich jeweils nicht. Kerrigan, das ist kein Spiel. Das ist es nie mit den Zerg. Auch eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier ein Spiel ist. Aber ist natürlich hier Videospiellogik. So. Das sieht doch hier ganz passabel aus. Irgendwie können die uns nichts entgegensetzen. Diese Wächterroboter sind nicht das Wahre. Ich wollte einfach hier Aliens aus der Fabrik bauen. Das wäre wesentlich besser.
Geht's hier durch? Nee, aber hier oben ist doch was. Da müssen wir schon mal erst hier lang. So, die habe ich alle nicht mitgehockt. Lauft! Verdammt nochmal, holt sämtliches Personal von dieser Ebene runter! Es befindet sich kein Personal mehr auf der unteren Ebene. Alles ist außer Kontrolle. Sicherheitstür geschlossen. Automatische Gasverteidigung aktiviert. Die Sicherheitstür wird sich erst öffnen, wenn ich diese Türme zerstöre. Das Gas fügt meinen Zerglingen Schaden zu. Ja, aber ich glaube, so wild ist das nicht. So viel Schaden bekommen wir hier nicht. Die ersten sind auch schon ausgeschaltet. Die Sicherheitstür ist geöffnet. Jetzt wird der Eliminator zerstört. Oh, ich hätte vielleicht ein bisschen warten sollen, bis sie sich regeneriert haben. Ach, was soll's. Ich meine natürlich hier, der Schwarm sitzt ja darauf, viele kleine Einheiten zu haben, die eigentlich relativ schnell sind, wobei wir noch kein Speed-Upgrade für unsere Zerklinge haben. Kann man hier auch gerade gar nicht erforschen in dieser Mission. Hier geht es natürlich nur um die grundlegenden Dinge. Das ist halt die Tutorial-Mission. Du hast noch mehr Zerklinge hier? Nun, jetzt gehören sie mir. Wir wollen natürlich direkt alle befreien. Hier vorne wird das Finale sein. Das ist nämlich unser Hauptziel. Zerstören sie den Eliminator. Das ist ein toller Name, Eliminator. Wo wir hier gerade dabei sind, komm, bauen wir nochmal. Ach, wir dürfen gar keine zweite Hatchery bauen. Das ist ja gemein. Nee, okay, dann. Ich wollte gerade dafür sorgen, dass wir mehr Larven bekommen, um mehr Zerklinge zu bauen, weil wir haben jetzt so viele Mineralien. Das kann ich eigentlich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, aber wir können halt nicht mehr ausgehen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu viele Drohnen gebaut habe. War nicht vorgesehen. Sie haben Ihren Standpunkt klar gemacht, Kerrigan. Nein, das habe ich nicht. Noch bin ich in deiner Verwahrungszelle. 61 Linge haben wir. Das Schöne bei Lingen ist ja auch, dass aus einem Ei, das können wir uns mal gerade anschauen, hier, aus diesem einen Ei kommen gleich zwei Zerklinge raus. Zack. Das zeigt nochmal hier die Philosophie Masse statt Klasse. Wobei, so schlecht sind die auch nicht. Wie wir hier wunderbar sehen können. Wie kommen wir denn hier rein? Ach, hier oben. Machen die nämlich hier schreckliche Tierversuche oder Zergversuche. Tiere sind das ja, ich weiß gar nicht, sind Zergtiere? Das ist einfach eine andere Rasse, ne? Eine andere Spezies. Nicht humanoid. Wobei Tiere sind ja auch nicht humanoid. Aber wir wollen jetzt nicht direkt den Eliminator zerstören, oder? Das ist ja langweilig. Können wir erstmal hier alle Gebäude und so. Ach komm, ich glaube, wir müssen ja einfach ausschalten, dann geht der Rest hier von allein. Genau, das meine ich damit. Die Zerg haben die untere Ebene überrannt. Sie haben Glück, dass niemand getötet wurde, Kerrigan. Glück hatte nichts damit zu tun. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, wie gefährlich die Zerg sind. Ich schicke sie jetzt zurück in ihre Zellen. Danke. Ich öffne jetzt Ihre Zelle, falls Sie sich zu mir gesellen möchten. Und können Sie das nächste Mal Ihre Argumente vortragen, ohne das halbe Labor in Schutt und Asche zu legen? Ah, kann man sich ja mal überlegen. Ja, damit haben wir den Sieg in der ersten Mission. In 12 Minuten 3 haben wir eine neue Einheit bekommen, nämlich den Zerkling. Mit 64 Wächterroboter zerstört. Ich hätte doch die Fabriken zerstören sollen. Ha. Naja, egal. So wild ist es jetzt auch nicht. Wichtig ist, dass wir die Mission geschafft haben auf Brutal. Folge haben wir auch alle erzielt. Gut, dann können wir fortfahren zur nächsten Mission. Wobei ich gerade mal auf die Zeit schaue. Wir sind, glaube ich, schon zeitlich ziemlich fortgeschritten. Und deshalb werde ich jetzt hier auch die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr schaut dann auch in der zweiten Folge vorbei. Auf eben diese zweite Folge könnt ihr hier links unten klicken. Hier unten rechts gibt's dann nochmal den Link zur Zusammenfassung der Wings of Liberty Kampagne, falls ihr euch das Ganze doch nochmal anschauen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.